Moin Leute, das Startup-Taxi ist in Hamburg unterwegs. Ich habe jetzt ein sehr spannendes und lehrreiches Thema für euch. Miriam Bundel wird gleich hier im Taxi sitzen. Es gibt ja immer diese Leute, die nicht genug Platz haben. Weltreise steht an, der ganze Krempel steht rum, Wohnung soll aufgelöst werden. Also hat sich Miriam gedacht, das kann man noch bei anderen Leuten irgendwo auf dem Dachboden lagern oder im Keller, wo sowieso nichts steht, und hat das auf der Plattform Shelf Sailor angeboten. Das Teil gibt's leider nicht mehr und Miriam wird mal erzählen, was sie jetzt denkt im Nachhinein, woran es gelegen hat, dass es kein Erfolg wurde. Ich glaube, dass Misserfolge viel lehrreicher sind als Erfolge. Wenn man denn darüber spricht, die meisten Leute sprechen ja nicht über ihre Misserfolge, weil es nicht geil ist. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass Miriam so mutig ist und sagt, ich spreche mal hier vor euch allen über diese Misserfolgsstory, damit wir alle davon lernen können. Hi Miriam, grüß dich. Moin. Bin ich gespannt auf deine Fahrkünste. Du weißt ja, ich bin seit 3 Wochen Taxifahrer. Da muss ich ja erstmal langsam reinkommen. Außerdem kenne ich das ja nur in Bremen. Hier in Hamburg muss ich ja erstmal noch ein bisschen navigieren, ne? Ach, wir finden uns schon zurecht und groß ist Hamburg ja nachher auch nicht. Und hast du heute schon irgendwas geschafft, heute Vormittag? Tatsächlich sitze ich gerade an einem neuen Projekt. Am 27.01. findet das schon statt, also schon ganz bald. Okay. Wie heißt findet das denn? In Hamburg statt und das ist die Unternehmerwissen-Konferenz. Wann fing das an? Wann kamst du mit dieser Idee hoch, dass du gesagt hast, private Lagerflächen will ich auf einer Plattform vereinen und Leuten anbieten, die vielleicht auf Weltreise gehen, die Bude leer räumen und das irgendwie wegstellen wollen, ne? Ja, Idee, das war die Ursprungsidee, die kam tatsächlich auch auf einem Seminar zustande, auf dem Startup Weekend in Hamburg. 2014 war das. 2014, okay. Genau, und da war halt schon auch die Idee da, wir machen etwas Ähnliches wie Airbnb, nur für Lagerflächen. Also sprich, Leute, die Platz haben, bieten ihn an für diejenigen, die welchen brauchen. Mietraum ist teuer, also jeder Quadratmeter in einer Großstadt wie Hamburg ist wirklich Gold wert und ist richtig wertvoll. Warum sollte man das Kellerabteil oder den Dachboden leer stehen lassen? Das ist doch irgendwie verschwendet. Und habt ihr das gewonnen, das Startup Weekend? Ja, es gab auf jeden Fall einen Award und das war natürlich eine riesige Motivation, weiterzumachen. Dann hast du richtig Feuer gefangen und gesagt, jetzt starte ich damit durch. Total. Also die Presse kam direkt auf mich zu. Da kam die Welt, das Hamburger Abendblatt und die Idee, es gab ja nur eine Idee. Es war ja noch nicht mal gelauncht. Es gab eine Landingpage. Das war alles. Und trotzdem wurde dann in der Welt und im Hamburger Abendblatt ein zweiseitiger Artikel geschrieben. Also halt echt... Ja, ne? Klar, weil großes Zeitungsformat, weil das Thema Sharing zu der Zeit auch in aller Munde war, ne? Also die ersten 20 Lagerflächen, würde ich sagen, waren halt wirklich so Family and Friends. Also ich habe dann viele Freunde genervt, dass sie ihren Dachboden oder ihren Keller oder ihre Garage einstellen. Auch selber bei dir? War da auch was? Ja, auch bei mir, ja. Und hat da jemand was eingelagert? Da hat ein Anwalt was eingelagert, der uns dann die AGBs geschrieben hat. Das ist ja vielleicht ein Trugschluss, dass man denkt, man macht jetzt eine Website und danach geht das Business voll ab. Leider nicht. Ja. Es war dann halt auch erstmal gar kein großer Traffic auf der Seite und Marktplatz ist dann auch so die Königsdisziplin im Gründen. Also gerade wenn es 2 Seiten hat. Ja. Aber 2014 oder 2015 haben wir es dann ja offiziell gegründet, war mir das alles noch gar nicht so richtig klar und ich sehe das eher als Vorteil, dass man da so quasi naiv eingestiegen ist und sich diese Herausforderung angenommen hat, ohne wirklich zu wissen, was da auf einen zukommt. Dass das mit einer Community gründen eins der härtesten Aufgaben überhaupt ist. Und du meinst, dass du das gar nicht wusstest, dass es so schwierig ist. Das war ein Vorteil, weil sonst hättest du es wahrscheinlich nie angegangen. Ne? Wäre dann die Angst oder der Respekt zu groß gewesen und dann hätte ich das wahrscheinlich direkt fallen gelassen. Leute, jetzt fahren wir gerade über die legendärste Straße Hamburgs, die gute alte Reeperbahn. Hier hatte Miriam übrigens ihren allerersten Dachboden. Ja, romantisch. Das war in irgendeinem Puffen in der Davidwache, ne? Hattest du mir nochmal erzählt? So eine Zelle. Ja, beim Marktplatz ist natürlich wichtig, irgendwie in einer kleinen Community erstmal anzufangen. Wir hatten dann aber auch relativ schnell, also ja, innerhalb von wenigen Monaten, sind wir von einer Lagerfläche, nämlich meinem Dachboden,
auf über 1000 Lagerflächen deutschlandweit gekommen. Wir haben es zwar geschafft, die Nachfrage und die Angebotsseite skalierbar auch zu entwickeln, nur das Zusammenbringen, das war die größte Herausforderung. Und die Erkenntnis war da, dass es natürlich auf Qualität drauf ankommt. Also es, nicht jede private Lagerfläche eignet sich für Einlagerung. Und das wurde uns erst ein bisschen später bewusst, dass man nur mit Qualität auch wirklich wachsen kann. Wir waren ja Investoren finanziert. Ach so, das heißt, da hatte schon jemand sein Geld drin. Ja, wir hatten einen 6-stelligen Betrag da drin. Das ist ja schon ganz ordentlich. Das ist eine Menge Geld und ja. Und das ist jetzt weg. Das ist jetzt weg. Wir saßen ja auch noch in einem Accelerator-Programm in Amsterdam, wo wir auch viel gelernt haben. Richtig, da habe ich auch irgendwelche Videos oder irgendwas mal von dir gesehen, wo du da auf so einer großen Bühne präsentiert hast. Genau, das war so quasi unser Peak, wo wir halt wirklich viel Forschung nochmal in das eigentliche Modell reingesteckt haben. Ja. Auch nochmal das Geschäftsmodell hinterfragt haben und auch wirklich 100 Wege ausprobiert haben und auch 100 Wege gefunden haben, wie es nicht funktioniert. Stimmt, da habe ich auch noch so Bilder von so Workshops gesehen, wo ihr so viele Karten hattet und sowas. Ich habe das ja schon alles nebenbei mal ein bisschen verfolgt bei dir da war. Ja, also ich habe richtig gesehen, wie du da dein Herzblut reinsteckst und da richtig da drin aufgegangen bist. Deshalb glaube ich, ist es ja auch irgendwie schon frustrierend, wenn sowas dann nicht funktioniert, oder? Wie ist das Gefühl dann? Ja, absolut. Das ist quasi das Baby, also die Idee, die aus einem Nichts entstanden ist. Die ist ja auch ohne Budget entstanden. Die ist ja direkt irgendwie so nach meinem Studium entstanden, ohne großes Kapital, sondern nur durch Ausprobieren und Rumfragen und ja, so durch eine getriebene Leidenschaft, das Ding irgendwie nach vorne zu bringen. Das aufzugeben ist natürlich schwierig, auch gerade wenn man ja fast 3 Jahre Zeit investiert hat, aber auch natürlich auf sein eigenes Gehalt verzichtet. Ja, fahren wir jetzt nach Bremen? Ja, das hast du gut erkannt. Ja, ich kenne mich ja in Hamburg nicht aus, daher habe ich gedacht, ich fahre einfach zurück nach Bremen. Was waren jetzt wirklich die Gründe, weshalb du denkst, dass es nicht funktioniert hat? Also wir waren in dem Segment dann wirklich Pionier auf dem Gebiet, was nicht unbedingt ein Vorteil ist. Denn als Pionier muss man sich alles selbst erarbeiten und investiert auch viel in die Belehrung des Marktes, also dass die Leute dann erstmal die Idee verstehen. Meistens ist mehr von Vorteil der zweite zu sein, also aus den Fehlern des Pioniers zu lernen und es dann besser zu machen. Wie würdest du es jetzt anders machen, wenn du das nochmal startest? Mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, noch später Investoren dazu holen und auch Investoren, die noch mehr Fachwissen haben. Also du würdest erstmal selber das mit deinem Team und mit deinem eigenen Geld vorantreiben? Ja, und soweit dann, es geht. Warum denkst du jetzt im Nachhinein, ist das ein Vorteil? Erstmal selber so viel wie möglich allein zu schaffen? Was ist daran besser, als gleich Geld aufzunehmen? Die Entscheidungsfreiheit. Also jetzt bei Shelfseller hatten wir viel Glück, bei einer anderen Gesellschaft hatte ich weniger Glück. Da wurde von den Gesellschaftern sehr viel reingeredet und auch hartes Reporting abverlangt. Und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Was würdest du noch anders machen? Ganz, ganz wichtig ist das Team. Unsere Herausforderung war eben auch, dass wir in Wien und in Hamburg gearbeitet haben. Sprich, meine beiden Partner haben von Wien aus gearbeitet. Und also Skype-Konferenzen. Genau, und da gibt es dann schon strukturelle Probleme, sich abzustimmen, remote zu arbeiten, ist halt nochmal eine andere Herausforderung. Aber guck mal, da steht schon wieder eins. Lagerabteile, 1 bis 50 Quadratmeter zu mieten. Bis 50 Quadratmeter, da kann ich mir eine Wohnung einrichten. Ja, so eine Anfrage hatten wir tatsächlich auch. Also, ja, kann ich auf dem Dachboden ein WG-Zimmer einrichten? Ja, darf ich da schlafen? Du hast ja gesagt, auf Qualität achten bei dem Kunden. Nochmal in deinem speziellen Fall mit den Lagerflächen. Würdest du so ein Team rumschicken? So ein Qualitätssiegel, also so im Prinzip auch wie Airbnb es am Anfang gemacht hat, sich die Wohnung wirklich Fotografen angucken. Fotografen haben die ja vorbeigeschickt. Fotografen vorbeischicken. Ach genau, hast du noch irgendeinen Megatipp für die Leute, die hier zuschauen? Also der Master-Tipp, der ist natürlich nicht so viel nachdenken, sondern einfach mal machen. Also das Schlimmste, was passieren kann, für einen jungen Gründer ist
Perfektionismus. Also es gibt natürlich auch genügend Leute, die einem sagen, boah, jetzt willst du irgendwie was gründen oder dich selbstständig machen und finden das eine blöde Idee und machen dich damit auch irgendwie nieder. Halt dich von solchen Leuten bloß fern. Umgib dich mit den Leuten, die auch gründen und die deine Einstellung, dein Mindset teilen. Was kriegst du nachher? Für was? Für die Taxifahrt. Ich habe hier keinen Taxameter. Ach scheiße, deshalb, wenn ich das hätte, könnte ich das jetzt mit dir abrechnen. Darf ich aber nicht. Okay, Leute, wir sind raus. Bam! Bam.